Fassungslosigkeit und Trauer am Tag danach. Diese Gasse wurde zur Todesfalle für mehr als 150 Menschen. Südkoreas Präsident besucht den Ort der Katastrophe. Das ist eine schreckliche Tragödie im Herzen Seouls, die niemals hätte passieren dürfen. Ich bete für die Opfer. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und ihrer Trauer. Es ist gegen 10 Uhr abends Ortszeit, als das riesige Halloween-Fest in Seoul zum ganz realen Grauen wird. Rund 100.000 Partygäste sind unterwegs, doch in der engen, abschüssigen Straße verkeilen sich die Feiernden. Die Menge drückt, in Panik gelingt es einigen, nach oben zu klettern. Für viele andere dauert es zu lang, bis sie aus der Menge gezogen werden können. Als wir hierher kamen, war es wie in einem Kriegsfilm. Es war pures Chaos, alles außer Kontrolle. Ersthelfer versuchen, Bewusstlose auf der Straße wiederzubeleben. Schnell ist klar, für viele gibt es keine Rettung mehr. Sie sind in der Menge erstickt, wurden erdrückt, erlitten Herzstillstände. Angehörige, die die traurige Nachricht erfahren, brechen zusammen und müssen betreut werden. Aber auch einen Tag später wissen viele noch nicht, ob Freunde und Verwandte unter den Toten sind. Nathan Tavernity ist Australier. Einer seiner Freunde kam ums Leben. Es waren so viele Leute da, erzählt er weiter. Ich bin zurückgelaufen und habe in die Menge gerufen, ihr könnt hier nicht weiter. Menschen sterben hier. You can't come this way. People are dying. Und die Zahl derer, die es nicht überlebt haben, wird wohl noch weiter steigen. Unter den Toten sind auch Touristen aus der ganzen Welt. Noch ist die Identifizierung nicht abgeschlossen. Das Auswärtige Amt erklärt, bislang gäbe es noch keine Informationen über Deutsche unter den Opfern.